Hinter den Kulissen von Let's Dance geht es heiß her. Die Stars können ihre Gefühle nicht mehr verbergen. Mit diesem Liebesaus hätte wohl niemand gerechnet. Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski und ihr Ehemann Werner Mürz gehen nach knapp 12 Jahren Seite an Seite getrennte Wege. Doch wer dachte, dass die schöne Swarovski-Erbin niedergeschlagen durchs Leben geht, irrt. Obwohl ihr Traum, mit 30 schwanger zu sein, wohl erstmal geplatzt ist, schwebt sie längst wieder auf Wolke 7. Red Bull-Milliardär Marc Marteschitz hat ihr Herz erobert. Wer weiß, ob Viktorias Traum vom Baby nicht schneller in Erfüllung geht, als gedacht. Unverhofft kommt bekanntlich oft, und auch bei Jurorin Mozi Mabuse fliegen die Schmetterlinge. So sehr, dass sie ihrem Ehemann Jewgeni sogar zum zweiten Mal das Ja-Wort gab, ganz romantisch vor der malerischen Kulisse der Malediven. Der Anschnitt der Hochzeitstorte war dabei das Symbol eines Neuanfangs. Wir haben gesagt, es ist eine schöne Zeit, nochmal zueinander zu stehen, mit Blickwinkel in die Zukunft, verkündete Mozi freudestrahlend nach der Zeremonie. Süße Pläne hat das Paar bereits geschmiedet. Wir wollen noch ein Baby. Wirbel hinter den Kulissen. Nun wurde der Südafrikanerin eine große Ehre zuteil. Sie wurde zum Staatsbankett von König Charles höchstpersönlich eingeladen. Denn er und seine Gemahlin Camilla sind begeisterte Tänzer und große Fans der britischen Version von Let's Dance. Strictly Come Dancing. Dort sitzt Mozi ebenfalls in der Jury. Aber auch bei den Männern stehen große Gefühle hoch im Kurs. So trat Moderator Daniel Hartwig für sein Familienglück vergangenes Jahr kürzer, stieg 2022 nach 9 Jahren beim Dschungelcamp als Moderator neben Sonja Siedlow aus. Als Nachfolger kam Jan Köppen. Er war es auch, der Daniel beim Sender RTL schon mehrere Male bei Ausfällen vertrat, wie bei Let's Dance. Jan scherzte einmal: Ich gewöhne mich langsam dran. Auweia, ersetzt er Daniel nun auch noch bei Let's Dance? Denn schon beim Supertalent wurde Hartwig vor knapp 2 Jahren ausgetauscht, mit der Begründung, das Format solle neu erfunden werden. Nicht, dass ihm nun nach all den Jahren das gleiche Schicksal in der Tanzsendung droht, wenn Jan ihm auf den Fersen ist, turbulente Zeiten haben auch die Profitänzer Renata und Valentin Lusin hinter sich. Renata erlitt vor einiger Zeit eine Fehlgeburt. Es folgten schlimme Albträume, sie war am Boden zerstört. Mittlerweile hat sie neue Kraft geschöpft. Für mich ist es ganz wichtig, anderen Frauen Mut zu machen. Sie sollen wissen, dass sie nicht allein sind. Sie und ihr Mann schauen positiv in die Zukunft. Wir geben jetzt erst recht nicht auf, wir kämpfen, erklärt sie. Ich möchte keine negativen Gedanken haben, weil ich weiß, dass es klappen wird.